Einen wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen. Willkommen hier auf dem Kanal von MovieCheck. Der YouTuber mit dem Namen Der Kritiker hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei seinem kanalübergreifenden Projekt meine Lieblingsfilme 2014 teilzunehmen. Dachte ich mir, ja, das gibt's jedes Jahr, warum nicht dieses Jahr mal mit anderen Leuten das gemeinsam machen. So, ich habe mein Top 10 Video erstellt, es ist 20 Minuten lang, da dachte ich mir, das schaut sich keiner am Stück an, das schneidest du mal schön in mehrere Teile. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Es ist ein Fünfteiler geworden, den ersten Teil schaut ihr gerade in diesem Moment und die restlichen vier Teile werden alle zwei Tage veröffentlicht, ganz einfach. Und ja, das war's eigentlich schon. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Also viel Spaß. Bevor ich zu den eigentlichen Top 10 Filmen komme, möchte ich erstmal einige Filme vorstellen, um genau zu sein, vier, die ich für erwähnenswert halte, aber die es leider nicht in meine persönlichen Top 10 geschafft haben. Ganz kurz nur. Sabotage, ein Streifen mit Arnold Schwarzenegger, ist vielleicht den meisten bekannt. Actionkracher pur mit entsprechender Thriller-Komponente. Zweiter Film, Regiedebüt von niemand anderem als Matrix-Star Keanu Reeves, Man of Tai Chi, eigentlich ein ganz cooler Film, hat es aber auch nicht in meine Top 10 geschafft. Ja, 300, Rise of an Empire, akzeptables Kino, von würdiger Fortsetzung mag ich jetzt nicht sprechen, hat aber schon irgendwie gefallen, hat es aber wirklich aufgrund von inhaltlichen Qualitätsmängeln nicht in meine Top 10 geschafft. The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Cooler Film, Marvel-Stoff halt, aber leider eben nicht vom Originalstudio verfilmt. Das merkt man. Das ist eben generell oft das Problem, dass Marvel-Disney-Produktionen authentischer wirken, weil, naja, ich nicht unbedingt weiß, wie jetzt da der genaue Planungsprozess ist, aber anscheinend setzen die sich intensiver mit ihren Charakteren auseinander, als es Sony zum Beispiel tut oder Warner Brothers im Stil von Fantastic Four. X-Men beispielsweise, das macht Warner ja grandios, also das war auch ganz cool. Naja, aber wie gesagt, Spider-Man, Spidey ist nicht am Start. Beginnen wir mit dem Spiel. Auf Platz 10 habe ich den Film Boyhood gesetzt. Warum habe ich das getan? Nun, Boyhood war ein Drama, welches mir den Sommer quasi ein bisschen gerettet hat, weil ich dachte, okay, es sind zwar eine coole Action herausgekommen, aber irgendwie fehlte mir in diesem Jahr auch ein bisschen so diese emotional Phase. Also ganz ehrlich, nur Action und nur Thriller. Ich meine, Thriller ist geil, ist ja mein Lieblingsgenre, aber dann nur das. Also man braucht was fürs Herz und das war Boyhood mitunter im Sommer 2014. Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, von dessen frühester Kindheit bis zum Eintritt ins Schulkindalter. Und das Einzige, was der Zuschauer sieht, ist, wie das Leben diesen Jungen prägt. Die Eltern scheiden sich, der Junge hat also quasi keine normalen familiären Verhältnisse mehr und muss halt trotzdem irgendwie selber klarkommen, sich entwickeln, sich entfalten, Freunde finden und sein Leben leben können als Kind, und das ist festgehalten in wunderbaren 24 Frames per Second und macht diesen Film einfach wirklich zu einem gelungenen Drama aus dem Jahr 2014, weswegen dieser Film auch, finde ich, zumindest berechtigterweise auf dem Platz 10 Platz nehmen darf. So, liebe Leute, das war Part 1. Part 2 wird euch am Montag erwarten. Jetzt möchte ich euch noch auf die anderen YouTuber aufmerksam machen, die ebenfalls an dieser gemeinsamen Aktion teilnehmen. Das sind einmal der Kritiker höchst selbst, DVDception und Filme TV. Die Links findet ihr hier gerade auf der Endcard und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren habe ich euch noch zwei Videos verlinkt. Einmal meine Trailer-Reaction zu Star Wars The Force Awakens und zu unserem Filme sind geil Musikvideo. Viel Spaß und nicht vergessen, Filme sind einfach geil.